Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist 7.40 Uhr ungefähr. Und wir, haben wir noch Alkohol im Blut? Ein bisschen. Oder zumindest... Ganz bestimmt, ja. Ja, doch, ganz bestimmt. Alles klar. Wir fahren auswärts in Dänemark. Viel Spaß. Das wird richtig wild. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Hab ich ein Auto? Ja, schnallt euch an, macht euch ready. Das wird ein richtig geiler Vlog. So, erster Stopp, dänischer Supermarkt. Hier wird sich noch kurz eingedeckt. Da gibt's Koffer. So, erster Stopp hier vorm Stadion. Moment, wo willst du deinen Pullover mitnehmen? So, wir fahren einfach hier mit so einem. Ist das der Mannschaftsbus? Ja, ne? Fahren wir gleich dahin. Also hoffentlich. Hoffentlich dürfen wir auch mit. So, jetzt sind wir hier in den Heiligen Hallen. Alter, gegen Pilsen haben die schon gespielt, gegen Sparta Dings. Junge, Junge. Keine Ahnung, ob ich das hier zeigen darf, aber ich mach's einfach. Nice. Der Fanraum. Kann ich ein Trikot von denen einfach anziehen? So, wir sind hier jetzt im Bus voller Dänen. Fans von Zürcher Jüngste fahren auswärts nach Hillerød. Ja, fahren jetzt mit zum Bus. Ganz entspannt. Nur auch nur 4 Stunden. Ist nicht weit. Nur 4 Stunden. Hinter uns läuft schon die dänischen Schlager, da läuft die Party. Ja, wir verstehen kein Wort. Also Tom versteht so jedes dritte Wort. Ich verstehe gar nichts. Oh, mal schauen, ne? Ich bin echt gespannt. Die müssen wir schlagen. Zürcher Jüngste ist Absteiger. Und Hillerød ist Aufsteiger. Hillerød Aufsteiger, also die Favoritenrolle ist heute klar geregelt. Ich hoffe, das wird ein schönes, knackiges 4-0. Willst du auch schon mal deinen Tipp abgeben hier? Ganz früh. Jetzt schon. Ja, warum nicht? Wir haben noch Zeit. Zürcher Jüngste ist auswärts. Ja. Das erste Spiel haben sie 5-1 verloren. Auswärts. Hillerød. Ja. Die schießen heute zu Hause, kein Tor. Okay. 3-0. Alles klar. 3-0, 4-0. Schauen wir mal, was das wird, ey. Hoffentlich kein 0-0. Ja, wir fahren jetzt, wir sind erstmal von Hallo nach Flensburg, dann nach Haddersleben. Da ist der Verein von der Jüngste angesiedelt. Und dann vom Stadion, habt ihr ja gesehen, fahren wir jetzt einmal quer durch Dänemark, nördlich von Kopenhagen nach Hillerød. Fast nach Schweden eigentlich. Völlig wild, aber so kann man seinen Samstag auch mal verbringen. Es ist jetzt 10 Uhr, wir sind schon 3 Stunden unterwegs. Läuft. Über mehrere Brücken müssen wir fahren. Ja, eigentlich wurden uns gesagt, hier sind 25 Grad und Sonne. Bisher hatten wir Regen und so 17 Grad. Ist natürlich noch morgens, aber das ist schon schick hier. Auch mal ein bisschen was fürs Auge in dem Block. So, jetzt mal ein Shaker. Tom hat sich hier ein schönes Bötchen gegönnt. Erste Pause. Wir sind jetzt schon mal auf der richtigen Insel. 23 Grad. 12 Uhr, nee, halb 12. Junge, ich rede noch gerade. Ja, probieren wir mal. Du sagst, es ist lecker? Oh, ja, gönn dir mal das Würstchen rein da. So, hier wird gegönnt. So, da sind wir. So, hier ist das schöne Ticket. So, also ist hier 2. Liga. Aufsteiger. Oder hinten ist noch Fanparty. Interessant. So, drin sind wir schon mal beide. Das ist raus. Dran bei noch keinem anderen Stadion, glaube ich. So, gibt es auch Spieler, die man hier aus der Bundesliga durchaus kennen könnte. Zum Beispiel der jetzt am Ball ist, Jimmy Berggren bei Braunschweig, Fürth und auch bei Mainz ein halbes Jahr. Kennt vielleicht der ein oder andere? Ja, sagt so was, glaube ich. Hier, Jimmy Berggren. Müssten vielleicht ein paar Leute kennen. Und ja, der ist auch gut, der ist geworden, hat auch viele Tore gemacht. Ist geblieben, obwohl sie abgestiegen sind. Das ist also schon respektvoll, dass er hier geblieben ist und in die 2. Liga gegangen ist. Und man sieht ja das Stadion und so hier alles. Also kann man natürlich nicht vergleichen. Auch die Fans hier, die Ultras. Das ist natürlich eine andere Welt. Ich glaube auch,
Jawohl, also geht da hinten sich eine Fahne, sonst ist das hier eine ganz kleine Sache. Aber ich habe Bock, das Wetter ist gut, wir sind reingekommen. Ich hoffe, euch macht es bisher Spaß und wir freuen uns auf ein richtig gutes Spiel und hoffentlich ein Handicap-Sieg für seine Jüske, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. Aber wettet nicht, weil das böse, aber wenn, dann tippt das, was ich tippe. Nille 75, 10% ja. Heute. Zur Flagge. Boom. Junge, ich bin echt gespannt auf das Spielniveau. Zweite dänische Liga. Wie gesagt, Sven, da müsste eigentlich easy gewinnen. Das kann auch nicht sein. Ich dachte, das wird hier ein 4-0. Oh, Junge, die haben das. Alle Tipps sind Aufsteiger. Das ist eigentlich ein Drittliges, Digga. Das ist Quatsch. Das war der erste gefährlich angefangen, Digga. Komplett unverdient. Ein bisschen unverdient ist es, ja. Hille Röhe ist eigentlich viel besser. Erste, zweite, zweite Angriff. Obwohl die Aufsteiger. Aber sind Torwart und ist das Absteiger. Torwart hat ihn einfach umgehauen, 11 Meter. Und 1-1, sieht ja schon besser aus hier. Hier, man sieht, man muss aufpassen bei denen drauf. So weiter geht's, wir haben uns mal in die erste Reihe gekämpft. Hille Röhe drastische Maßnahmen am Tor gewechselt. Also entweder spielen sie jetzt ohne oder es kommt noch der neue rein. Junge, der hat einfach 3 Minuten gespielt, ey. Torwartwechsel. 3 Minuten. Ja, jetzt kommt der dritte Torwart rein, ey. Haben die überhaupt 3? Junge, jetzt geht der Feldschuber. Junge, der geht gegen das Tor. Jetzt die Nummer 4, halt, der Innenverteidiger da hinten.
Bock, wir haben noch Bock. Oh, schade. 1, 2, was ist? Handy lebt, dicker Tipper lebt auch noch. Hier laufen einfach wieder deutsche Lieder bei den Diddle-Fans. Digga, wie war's? Wie war's? Kurz Fazit, Digga, wie war's? 5-1-Sieg. Bis jetzt, wir hatten ja schon, lass mal ein bisschen. Fair, haben wir aber nicht gedingelt. Durch die Nacht. Fair, Kiel immer, aber das heute mit Abstand ist geil. Ist so krass. Und alles gerade, alles auf dem Platz von Zerlüsk. Er ist so geil. Aber ich hab richtig stark, wir haben beide richtig stark supportet. 5-1-Sieg, beide sind falsch, aber egal. Wir haben alle gewonnen. Ist so geil, Alter. Es geht so ab. Jetzt noch 4 Stunden, 5 Stunden, bis wir wieder bei Tom sind. Bis wir bei Tom sind, 6 Stunden, Digga. Scheiße auf den Groß. Gleich nochmal zu Mac ist, Alter. Erstes Mal mit dem iPhone. Ich hoffe, ist alles okay. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen noch mehr geile Vlogs. Nächste Woche geht's vielleicht oder übernächst. Irgendwann geht's weiter. Alles Mögliche. Vielen Dank, Digga. Wir gehen noch ein bisschen ab hier. 5-1 Auswärtssieg, Junge. Hau noch ein. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.